Hallo Leute, ich habe gerade schon ein Review gemacht, aber leider kann das mein Video irgendwie nicht anerkennen. Und ja, deswegen tue ich halt jetzt nochmal filmen. Und ja, hier haben wir den Low Carb Mega. Und ja, die Dose mit dem Monster-Symbol halt in Blau. Low Carb, Monster Energy. Hinten steht irgendwas mit dem Plastik. Ich glaube von der Gummidichtung. Wenn das reinfällt, soll man das halt nicht mehr trinken. Hier der ganze Text. Habe ich keinen Bock vorzulesen. Dosis von Rexam. Und ja, es ist schon offen. Es hat 6,90 € gekostet. Und ja, ich mache es jetzt nochmal auf. Weil das ja gerade nicht funktioniert hat. Okay. Hier die Farbe. Hier die Dose. Und ja, ich werde es jetzt da mal probieren. Mild. Schmeckt besser wie der Original Monster. Am Anfang sehr süß. Dann wird es sehr mild irgendwie. Ja, mild, weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber es schmeckt halt da ein bisschen anders. Aber es schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Und schmeckt. Ich habe mal den aus Frankreich getrunken. Der aus Frankreich hat ein bisschen schlechter geschmeckt wie der, finde ich. Und ja. Es hat einen Twist-Top. Hier das Monster Twist Top halt mit dem Aufkleber, das ist ein Aufkleber hier drauf. Gummidichtung in Blau. Und ja, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Bloß, dass es besser wie der originale Monster schmeckt. Und ja, besser wie der französische Low Carb. Und ja, das war mein Review über den Monster Low Carb Mega. Okay, ciao Leute.